Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trackman 2 Valley. Wir sind mal wieder online unterwegs auf dem Maniac CS Server oder so ähnlich heißt er. Genau, Maniac CS Valley 60 Gas, aber ja, das ist alles dem geschuldet. Mir gehen langsam die Abo-Maps aus, deswegen muss ich hier wieder auf online wechseln. Also falls ihr noch Maps für mich habt, die ich fahren kann, dann laden sie auf Maniac Exchange hoch und schickt mir die Tracker die. Solange ich das nicht habe, fahre ich hier weiter den lustigen Online-Modus hier. Und ich muss hier mal die Ghosts wieder ein bisschen halbdurchsichtig schalten. Genau, das war's, oder? Ja. Ich hab blind die richtige Tastatur, nicht Tastatur, sondern die richtige Taste auf der Tastatur erwischt. Ich komme heute ziemlich viele neue Maps, sehe ich. Also, die kenne ich zumindest noch gar nicht und sie haben auch noch alle noch keine Zeiten hier, also noch keine Local Records. Mal schauen, wie wir uns schlagen können. Das heißt, es dürfte ein ziemlich ausgeglichenes Spiel sein. Also, weil es keine Leute gibt, die Maps schon kennen. Oder sollte es kaum geben. Außer derjenige hat die Strecke gebaut oder auf einem anderen Server schon kurz gefahren. Aber aus dem anderen Server gefahren sind irgendwie nur 7 Leute diese Map. Mal schauen, was das wird. Oder was ist das? Irgendwie bin ich heute auch nicht so sonderlich gut im Fahren. Oder das ist halt auch wieder der Random-Faktor ein bisschen in der drin. Oh, komm. Und schon wieder so eine Laterne. In der letzten Map war genau so eine Laterne drin. Und die war total schrecklich. Also die Laterne. Ne, nicht die Laterne, aber der Zaun mit der Laterne. Der mit dem einhergeht, da ist man nicht drüber gekommen. Über den Zaun. Nach dem Sprung, der da war. Mal schauen, ob wir es jetzt besser hinbekommen. Es ist viel Dirt, das heißt, hier ist viel Zeit drin. Ich hoffe einfach mal, ich schaff's ordentlich durch, auch wenn ich hier gerade angeeckt bin, bin ich hier gerade wieder auf Kurs für den zweiten Platz. Mal schauen, ob ich das auch halten kann. Ah, noch kann ich's halten. Ich denke immer, ich muss sie komplett rechts und dann muss ich wieder aufmachen. Und das versaugt mir dann meine Zeit. Das ist irgendwie doof. Ich werde das mich irgendwie mindestens Dritter oder so. Ich bin immer noch Zweiter. Aber doch sogar ein ganzes Stück. 2 Sekunden von dem anderen. Aber der andere ist einfach 3 Sekunden schneller. Da muss ich was machen. Dass ich mal hier diese behinderte Fehler da rausbekomme, dann soll es eigentlich. Ach, das sagt sie, es geht schon früher nach links rein. Mit diesen Fehler da rausbekommen, damit es besser funktioniert. Also den einen, wo ich schon die letzten 2 Runden einen Fehler gemacht habe. Oh, damit, nicht genug eingelenkt. Es kann nicht sein, dass es so schwer ist. Nee, so schwer ist es eigentlich gar nicht, aber die Map ist echt nicht schlecht. Ich muss meinen Fehler hier noch rausbekommen. Ich muss ja wieder ein paar Punkte machen hier. Was ist denn jetzt los? Jetzt schaffe ich nicht mal diese erste Kurve. Ich bin immer noch Zweiter. Vor mir ist anscheinend nur dieser Piggyback Racer, oder? Okay, das ist sowieso eine abnormale Platzierung hier. Der spielt, glaube ich, ziemlich viel. Mal schauen, ob wir das irgendwie knacken können. Ich glaube nicht, dass ich den Piggyback Racer packe. Der ist nämlich schon echt übelst. Bin ich auch hier noch geslidet. Und das ist auch so ein Fehler, den ich noch rausbekommen muss. Als erstmal mal einen groben Fehler, der da hinten kommt. Wo erstmal die scharfe Links-Rechtskurve kommt. Die aber dann irgendwie so aufgeht. Oh, schon wieder verkackt. Nicht einfach. Nicht einfach. Aber wenn ich weiter hier Platz 2 bin, das kann so bleiben. Auch wenn das hier echt ausbaufähig eigentlich ist. Oh, und schon wieder nicht geschafft. Das ist, glaube ich, der letzte Versuch, den ich komplett durchschaffen würde. Ich verkacke sowieso wieder zwischendrin. Ich hoffe einfach mal, das wird die glorreiche letzte Runde. Hoffen wir es einfach mal. Das ist hier echt ein bisschen knappe Messe mit dem Durchfahren. Die Karre, die zieht so hart durch die Gegend. Okay, dann nehme ich hier mal ordentlich vom Gas. So sind wir das auch mal ohne Slide durchgekommen. Das heißt hier ohne Slide, aber ohne dass es uns total rausgefetzt hat. Wir haben sogar 10 Hundertstel hier schon mal durch. Durchgekommen. Jetzt fahre ich einfach langsamer. Oh, dann kommen wir auch schon viel besser durch. Wie sagst du? Kein Wallbang mehr. Könnten hier
zwei Sekunden sogar gut gemacht haben. Jetzt muss ich gegen die Laterne springen. Yes! Nicht dagegen die Laterne gesprungen. Und unseren Platz 2 wieder rausgerettet. Okay, damit bin ich zufrieden. 47, 62. Also Diddy Mania Platz 2, 3. Das ist nicht schlecht. Dann schauen wir mal, ob wir einmal wieder Punkte bekommen. So eine gute Platzierung hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Das sind ja doch vor einigen relativ guten eigentlich, oder? Beziehungsweise direkt hinter dem Europaplatz 3. 130 Punkte. Und damit habe ich München Platz 2 erobert. Voll nice. Habe ich irgendjemanden, der da vor mir war, noch wieder abgehängt? Wer war da noch vor mir? Ich weiß es gar nicht. Irgendjemand, den ich nicht kannte oder so. Ah, egal. Dürft ihr jetzt mir zugucken, wie ich die ultimative Punktezeugs wieder reinfahre? Das müsste ich noch viel, viel mehr erfahren, damit ich hier mal wieder ordentlich rauskomme. Ich werde mal schauen, ob ich das aber auch alles aufnehme. Ich glaube, das wird ein bisschen zu langweilig, wenn ich hier ungefähr 20 Folgen Trackmania am Stück aufnehme. Damit ich hier mal ein bisschen Punkte rausbekomme. Mal auf so 30.000 Punkte raufkomme oder so. Also Zeit bin ich, glaube ich, bei 20.000. Das ist super geil, aber so mit 30.000, ich weiß sogar nicht, ob ich da sogar den Pipmo mal schlagen würde, weil ich glaube, der hat gar nichts mehr gemacht. Ich habe schon wieder diese komische Hochspannungsleitung gehört. Ja, das ist das für eine Map hier. Boah, das sind immer lustige Transitions da drin. Man fliegt irgendwie runter und checkt gar nicht, dass man über irgendein Wasser geflogen ist. Und nur dieser Bad, der hat auch noch eine Zeit geschafft. Und schauen wir mal, ob wir es noch ein bisschen besser hinbekommen. Jetzt wissen wir schon mindestens hier so ein bisschen am Anfang, wo hier so fiese Stellen sind. Ja, okay, man sollte vielleicht trotzdem die Kurven lieber spitz anfahren, aber ihr bekommt eine grobe Vorstellung, was ich meine, hoffe ich zumindest. So. Hier ging es irgendwie Fullspeed und dann eher so quer runter, gell? Yes. Diese Hochschwallungshaltung, die hört sich so lustig an. Haben wir nochmal 1,5 Sekunden gut gemacht. Zack. Aber irgendwie reicht es dann nur noch für Platz 3. Zuvor war ich doch höher. Hört doch auf, hört auf. Wieso war das so gut? So gut. Egal. Wir machen jetzt erstmal weiter Vernichtungstour hier. Oh ne, jetzt war ich zu nah innen. Sowas ist doch doof. Aber das ist, scheint hier schon eine bekannte Map auf dem Server zu sein. Die Leute kennen die zumindest schon so ein bisschen. Wenn ich hier nur Server Record 24 war, habe ich hier nicht mehr diesen tollen Vorteil wie auf der anderen Map. Dass die Leute die nicht kennen. Was? V, was heißt V? Vorsicht. Ich dachte, das ist immer so ein bisschen international gehalten. Aber anscheinend auch nicht. Oder ist es irgendwie der Mapbauer, der V heißt? Bin mir nicht sicher. Oh, das war ganz schön schnell jetzt. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es noch viel, viel besser hinbekomme. Also 35 Sekunden ist nochmal runter. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wo die drin liegen. Wird auf jeden Fall eine haarige Angelegenheit, hier eine Zeit zu schlagen, wo man nicht weiß, wo richtig, wie die Zeit richtig liegt. Okay, hier können sie noch ein bisschen liegen, weil das könnte man hier Fullspeed fahren. Ah ja, dann liegt da die Zeit drin. Dann haben wir ja schon den Übeltäter gefunden. Dann muss ich nur noch die Kurve danach irgendwie noch ein bisschen besser hinbekommen. Dann sollte das hier sogar noch besser funktionieren. Jetzt bin ich aber irgendwie rausgekommen aus dem ganzen Scheiß. Oh, das war ganz schön knapp jetzt gerade. So, mal schauen, ob wir jetzt irgendwie vorne sind. Ich zweifle es irgendwie, ja. Mal davon abgesehen, dass ich danach sowieso ging. Ah, jetzt überhol mich dann noch mehr? Was soll denn der Schmarrn? Bleib doch hinter mir! Ja, siehst. Geht doch nicht an! Ich will Punkte! Ich brauche mehr Punkte! Ich will mehr Punkte, geil! Das war wieder nicht sonderlich gut. Ein bisschen länger vom Gas gehen, dann kommt man noch enger rum. Okay, das. Dann machen wir das mal. Ja, ab hier kann ich keine Zeit mehr gut machen. Da war ich einfach. Das war einfach perfekt durchgefahren danach.
Aber kann ich nicht direkt hier aufgeben. Es kommt nur auf das Stück davor an. Irgendwie hat es mich aber trotzdem so ziemlich knapp hier raufgehoben. Ah, so wird es noch viel besser gehen. Also man muss es echt wieder innen nehmen. Ja, jetzt habe ich wieder eine Third-Kurve, also innen nehmen. Erster Güte. So, das heißt also hier schön außen und jetzt schön innen rum und sind wir auch hier richtig rausgekommen. Aber ich komme hier immer noch ziemlich weit außen. Muss mal schauen, ob wir hier schon ordentlich Zeit gut gemacht haben. 30 Hundertstel sogar. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Zeit verloren habe oder nicht. Ich hoffe einfach mal nicht. Hier durch den Schlenker wird es vielleicht nochmal 10 Hundertstel weg gewesen sein, genau. Also 500 Schritten hochzuarbeiten ist. Er hatte eine Sekunde schneller, was zum Teufel? Das ist eine Ansage, ach du Kacke. Der erste Platz sogar 37, 19. Also Didi 1. Wow. Heftiger Scheiß. Okay. Aber immerhin auch noch 87 Punkte, da kann ich mich nicht beschweren. Das ist echt noch ganz schön viel dafür, dass ich mit der Platzierung Platz 4 bin. So, dann kommen wir schon zu Map Nummer 3. Das ist Map Nummer 3, ist die letzte für heute, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Oder? Ja, mal schauen, wie lange die geht. Sagen wir es mal so. Eventuell hängen wir noch eine vierte dran, aber ich glaube es fast nicht. Muss euch ja noch ein bisschen dafür überzeugen, dass ihr mir neue Maps schicken müsst. Viele, viele neue Maps. Maps? Ja, was zum Teufel? Das komische. Oh, fuck you, was ist denn das für ein Teil? Valley Run. An dieser komische Ding, das hier umdrehte, scheint Media Tracker Ghost zu sein. Okay, ich. Darf man erstmal rausfinden, wo der überall seine behinderten Dinger hingesetzt hat, oder wie? Ah, mein Gott. Und dann hier noch nicht mal die Kamera umgebaut, wo man schon eine Kacke macht. Aber es ist eine relativ kurze Strecke, muss ich sagen. Also richtig kurz. Oder wie der eine schon wieder hier auf irgendwelche Mania Planets wettet. Das ist echt komisch. Aber ich nehme die jetzt nicht an. Der ist doch relativ gut. Den schlage ich nicht. Ja, warte mal, das ist vorher mal vor mir. Und ich bin irgendwie nur Platz 8. Das lohnt sich nicht. Das macht irgendwie den Anschein, als würde ich den ganzen Map-Scheiß hier schon kennen. Ich weiß gar nicht, wie man das hier richtig fahren soll, wenn er hier nicht sehbar Kurve so kastriert hat. Ob man das die Fullspeed hoch haben, das kommt man sogar Fullspeed hoch, das ist immer geil. Okay, dann kommt das alles nur auf diese letzte Kurve eigentlich drauf an. Ah, ich habe irgendwie den Speeder dann vorher nicht richtig mitgenommen. Da muss man anscheinend ein bisschen vom Gas gehen, damit man da besser drauf kommt. Schauen, ob wir das hinbekommen. Das heißt praktisch hier zwar innen nehmen. Hier mal ganz kurz vom Gas gehen und. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mehr von dem Ding mitgenommen habe oder nicht. Anscheinend nicht wirklich. Also, so wie der vorher abgegangen ist, als er mit dem Spiel gefahren ist, hat ihm das mindestens eine halbe Sekunde gebracht. Oh Gott, das war so schön eng gefahren. Bis zu diesem behinderten Zaunteil. Follow Ghost for GPS! Achso, dann geht es dahinter wahrscheinlich nochmal eine Bonusstrecke, nur um das GPS zu sehen, oder wie? Nee, 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 nee. Am Schluss war ich für das GPS länger. Das ist schneller? Nee, das war nicht schneller, das hätte mich irgendwie gewundert. Jetzt habe ich auch vergessen, wieder vom Gas zu gehen, weil ich hier so viel über diesen komischen Ghost gelabert habe. Ah, komm! So. Aber jetzt aber, komm. Oh, das kann man richtig eng innen rumziehen. Okay, gehen wir hier mal mehr vom Gas.
Tatsache, da holt man die ganz schön auf. Boah, das sind mal wieder Tricks. Hätte ich mal die Wette gegen den Master angenommen. Dann hätte ich ihn jetzt genau um nicht definierbare Hundertstel geschlagen. Und er hat sich tierisch aufgeregt, aber ich glaube, der schafft hier fast noch eine bessere Zeit. Weil das ist, kann man hier noch ein bisschen besser durchfahren, glaube ich. Jetzt muss man hier von weiter außen anfahren, dann kann ich vielleicht den letzten 1900 auch noch irgendwie rausdrücken. Muss ich mal schauen. Oh, verdammt, fast hätte ich es wieder perfekt rumgeschafft. Ach nee, da ist der Master wieder vor mir. Hätte ich also doch nicht gewonnen. Verbessert sich zu irgendwie um Hundertstel. Bin ich also doch hängen geblieben. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich hängen geblieben bin. Oh, verdammt. So. Haben wir das hier schön rumgezogen und das hier können wir noch enger hochziehen. So. Müssen wir hier einmal kurz vom Gas gehen, damit wir den Speeder hier komplett mitbekommen. Und haben ein Hundertstel gut gemacht. Scheiße. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass es ein bisschen mehr ist. Einmal schaffen wir es noch durchkommen. Wieder ordentlich reingezogen. Nein, das bin ich hier tatsächlich abgehoben. Komm, scheiß Countdown. Oh, wegen dem Countdown schaffe ich es jetzt nicht. Blödes Ding. Das wäre meine Chance gewesen, hier nochmal übelste Zeit rauszuballern. Ich wette, ich wäre jetzt so weit vorn, wenn ich das hier richtig machen würde. Ah, ich glaube doch nicht so ganz. Gut. Ah, ich würde mal sagen, wir sind für heute mal wieder durch. Und ich hoffe, ich kann euch noch beim nächsten Mal wieder begrüßen. Das heißt, let's play Trackmania 2 Valley und wir spielen weiter online, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Wenn ihr mir nicht neue Strecken auf Maniac Exchange hochlädt und mir die Tracker-Dies schickt. Daher euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.